Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Drille am Ende heute 1:1 unentschieden. Kann man mit dem Punkt leben oder ist es sehr ärgerlich? Ich bin der Meinung, dass es sehr, sehr ärgerlich ist. Wir haben über 90 Minuten echt gutes Spiel gemacht. Ich sage, ab der ersten Minute haben wir schon losgelegt wie die Feuerwehr. Leider Gottes haben wir uns heute nicht belohnt. Das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, dass wir einfach effektiv vorm Tor waren, haben wir heute nicht leider geschafft. Leider Kutscher auch einen Elfmeter verschossen, aber um Gottes Willen, zutage gibt es nun mal. Deswegen müssen wir heute mit dem Punkt leben, aber wir haben heute ein super Spiel gezeigt und darauf müssen wir aufbauen. Sehr, sehr bitter für uns. Hatten sehr, sehr viele Chancen in der ersten Halbzeit liegen lassen. Haben dann durch den ersten Torschuss wieder das Gegentor bekommen, wie es oft bei uns ist leider. Und haben uns aber, also waren die ganze Zeit im Spiel eigentlich, meiner Meinung nach. Haben uns dann nicht belohnt leider und müssen uns das ein bisschen ankreiden natürlich. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Kurz gesagt, wir haben uns einfach nicht belohnt mit einem Dreier, weil wir die Chancen, wir hatten, nicht reingemacht haben. Kurz vor der Pause warst du derjenige, der den Ball noch zum 1:1 Ausgleich über die Linie gedrückt hat. Wie war die Situation? Ja, ich habe so ein bisschen gelauert eigentlich. Dann kam der Ball nochmal hoch rein und dann einfach ja, gewartet, bis er irgendwo runterfällt. Und dann ging er zum Glück rein und ja, habe dann das Tor gemacht. Ihr habt kurz vor der Pause noch den Ausgleich erzielt und kam dann mit einer enormen Druckphase aus der Kabine. Was hat der Trainer euch mitgegeben? Ja, nichts anderes als vor dem Spiel. Wir haben auch, ich glaube, in den ersten 5 Minuten schon 2 Chancen gehabt, weil wir komplett vorne raufgegangen sind, hatten in den ersten 5 Minuten der ersten Halbzeit schon so eine Druckphase. Also nichts anderes als in der Halbzeit. Ich glaube, dass wir einfach 90 Minuten wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Eine Unachtsamkeit beim Gegentor und wie gesagt, die Chancen nicht genutzt. Ansonsten gehst du ja klar als Sieger vom Platz. Du sprichst die Chancenverwertung an. Woran hat es gelegen, dass ihr heute nicht so effizient sein konntet wie in den letzten Spielen? Ja, gute Frage. Also wir haben eigentlich in den letzten Spielen viele Tore gemacht. Vielleicht war es heute ein bisschen das Glück, was uns gefehlt hat. Ja, ich denke, wir haben uns aber trotzdem sehr, sehr viele Chancen rausgespielt. Und ja, am Ende haben sie es leider nicht genutzt. Kammer, wie war das Spiel heute für dich auf der Sechserposition? Ja, war ganz interessant. Neue Position für mich. Ich denke, ich habe mich ordentlich dran gewöhnt. War okay. Über weite Phasen wart ihr deutlich mehr im Ballbesitz, Viktoria aber dennoch sehr aggressiv gegen den Ball. Hat euch das vielleicht auch ein Stück weit überrascht? Ja, wir wussten, was auf uns zukommt. Ich finde, wir haben uns gut darauf eingestellt, haben sie trotzdem als immer weg vom Tor gehalten. Selbst wenn sie mal Chancen hatten, haben wir es noch geschafft, irgendwie zu verteidigen, Bein davor zu kriegen, was auch immer. Es ist halt ärgerlich, dass wir nicht ein Tor mehr schießen konnten als der Gegner, weil die Chancen dazu waren da. Ich glaube schon, dass sie wissen, dass wir kicken können, wenn wir Raum bekommen. Ich glaube, dass wir da auch 1-2 Szenen hatten, die wir besser spielen können, aber wenn man das über 90 Minuten betrachtet, dann ist es normal, dass da mal ein Ball abgefangen wird oder die Räume zu sind und wir vielleicht nicht so rausspielen können, wie wir es wollen. Aber nochmal, ich glaube, dass wir über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben, auch gut hinten rausgespielt haben und es haben einfach nur die Tore gefehlt. Ich denke schon, das hat man schon gesehen, dass sie sehr, sehr tief verteidigt haben heute, dass sie immer einer hinten dran war bei uns, ein Gegenspieler. Die waren sehr, sehr eklig gegen uns, muss man so sagen. Und haben sich in die Zweikämpfe reingehauen, ganz klar. Und haben dann am Ende das 1:1 über die Zeit gebracht. Und ja, ich denke, das war so auch von denen das Ziel. Viktoria hat euch viel anlaufen lassen, viel machen lassen, kam dann immer mal wieder über Konter. Wie sehr kommt man da als Torhüter auch ins Schwitzen? Na, schwitzen nicht. Ich kenne meine Vorderleute, habe genau das gleiche Vertrauen wie die Jungs auch in mich. Von daher ins Schwitzen komme ich da nicht. Es geht einfach nur um eine gute Organisation. Das haben wir heute hingekriegt. Ich glaube, bis auf vielleicht 1-2 Aktionen haben sie aus den Kontern eigentlich keine großartigen Aktionen oder Chancen kreiert. Von daher haben wir das auch gut gemacht. Eine Szene war es rund um die 60. Minute. Da warst du einmal ganz schnell unten. Hast die SGD im Spiel gehalten. Wie hast du die Szene erlebt? Ja, es war einer der angesprochenen Konter, die halt mal durchgegangen sind und ja, dann kommt der Ball frei zu Wunderlich, dass er Qualität hat, wissen wir, glaube ich, alle. Von daher habe ich versucht zu reagieren, hat den Ball nicht so platziert geschossen, sodass ich auch nicht so einen großen Abdruck machen musste, sondern nur einen Reflex machen musste, sodass es gereicht hat, um, sage ich mal, in der zweiten Halbzeit die Null zu halten.
Unzählige Flanken, Eckbälle, gute Strafraumszenen, am Ende nur ein Treffer. Fehlte vielleicht auch ein Quäntchen Glück? Ja, vielleicht schon. Ich glaube nicht, dass wir sogar weniger Chancen hatten gegen Halle. Da haben wir 7 gemacht. Und ja, vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das Eiskalte vom Tor hat gefehlt. Manchmal rutscht dann mit Glück einer rein und dann platzt der Knoten, dann geht der dritte und der vierte auch noch rein. Und das hat vielleicht heute gefehlt. Dankeschön.